Hallo, ich bin der Gamebob und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask Teil 29. Wir sind immer noch hier in der, ich glaube, Schädelbuch. Der Bildschirm? Ja, richtiger Bildschirm, genau. Ich habe einen zweiten Bildschirm im Moment angesteckt, deswegen ja. Muss ich gerade schauen, welchen Vorschaubildschirm ich nehmen muss, um das zu sehen. Was ist das überhaupt? Maritimes Forschungslabor auf Forschung der Wasserqualität und maritimer Lebensform in der Schädelbucht. Okay, ich weiß, der war schlecht. Spät dran, sie sind. Was bloß machen diese Zoras? Hm, was ist los, Kleiner? Du hier bist, um zu sehen, die Zora-Babys schlüpfen? Ich auch bin sehr aufgeregt. Aber noch nicht eingetroffen sind die Eier. 1 bis 3 Tage es dauert, bis Zoras schlüpfen aus ihren Eiern. Aber sie sterben könnten, wenn sie nicht liegen in diesem Aquarium. Die Wassertemperatur gestiegen ist. Der Grund dafür, dass seltsame Wetter sein muss. Zora-Eier sehr empfindlich sind gegenüber Temperaturschwankungen. Um schlüpfen zu können, der einzige Weg dieses Aquarium ist, welches ich vorbereitet habe vor einiger Zeit. Die Zoras ganz genau das wissen, trotzdem sie sehr spät sind, obwohl etwas passiert ist in der Zora-Höhle, ich mich frage. Noch viel lernen du musst. Also die Skala lässt es ja aussehen wie, naja, Verhörraum oder sowas. Warum kann ich da hochklettern? Das ist ein ziemlich großer Fisch. Ich wette, dieses Monster könnte einen kleinen Fisch mit einem Haps verschlingen. Schöne viele Details. Ich finde es auch interessant, dass eigentlich überall Uhren platziert sind. Macht ja irgendwie Sinn, wenn ein Hauptthema Zeit ist oder sowas, aber ja. Ich bin eigentlich gut ausgerüstet. Ich finde es eh lustig, weil dieses Gebäude kommt beim ersten bekannt vor auch Super Smash Bros. Melee, aber naja. Naja, der läuft doch nicht langsamer. Das ist einfach ein ganz schön großes Viech. Hm.
Nö. Zora-Spiel, wer es wagt, Krüge zu zerstören, wird streng bestraft. Welche Krüge? Für einen Ort. Ach Mann, das ist ein Schädelfisch. Hör endlich auf, mich zu fragen. Hör endlich auf, mich nach jedem blöden Gegner zu fragen. Das ist auch nicht schlecht. Hätte ich jetzt nicht erwartet als Antwort. Was ist das für ein Ort? Ach, das ist die Höhle des Zoras, okay. Ich habe gerade einen dezenten Flashback an einen Film, den ich letztes Jahr gesehen habe. Mit Wesen, die unter dem Wasser leben, nachdem sie quasi geflohen sind. Ach, ich würde in dem Geräusch zu entschuldigen, draußen wird gerade Schnee geschippt. Ah, du bist doch Mikau. Viel Glück für die Proben. Ich freue mich schon auf eure Proben. Ah, Mikau, was ist mit den Proben? Ich habe gehört, dass die Proben bald beginnen sollen, aber die Bandmitglieder sind noch immer auf ihren Zimmern. Und Lulu steht draußen und starrt aufs Meer. Was geht hier nur vor? Hey Mikau, schon lange nicht mehr gesehen. Wo bist du gewesen? Oh übrigens, Evan, dein Bandleader hat dich gesucht. Mikau, wo warst du? Ich war sehr besorgt. Das Konzert steht vor der Tür, aber die ganze Band hat die Hosen voll. Ich wette, das hast du nicht gewusst, oder? Vor allem Lulu, ich habe ihre Stimme schon lange nicht mehr gehört. Normalerweise ist sie immer bei guter Laune. Oh, ich frage mich, ob das alles mit den Veränderungen des Meeres zu tun hat. Um ehrlich zu sein, ich weiß ein wenig über Lulus Geheimnis. Soll ich es dir erzählen? Ja, klar. Man sagt, der Ozean verändert sich, weil mit dem Schädelbruchtempel etwas nicht in Ordnung sein soll. Da werde ich auch drauf kommen. Und man sagt auch, dass aufgrund dessen dem Nachfahren, der den Tempel beschützt, etwas Schlimmes widerfahren wird. Verstehst du das? Und Lulu hat sich verändert. Vielleicht ist sie der... Bom, bom, bom. Ja, noch besseres
doch dachte, Storytelling wie bei Da Vinci Code oder sowas. Leute, die sich fragen, was ich meine. Leute, die den Film schon mal gesehen haben, die wissen wahrscheinlich, was ich meine. So, dann schaue ich doch mal, was hier ist. Mikau, willst du zu Jappas? Ihr macht sicher wieder eine Jam-Session, nicht wahr? Ich kann es kaum erwarten. Mikau, wo warst du? Es heißt nur noch, hey, wo ist Mikau? Das Konzert rückt immer näher. Und dann spielt unser Leader den Unsichtbaren. Ivan oder Ivan hat sich in sein Zimmer verkrochen und schreibt nur noch Songs. Und zu einem Überfluss steht Lulu nur noch vor der Höhle herum und spricht kein Wort. Sie starrt nur auf das Meer hinaus. Man könnte meinen, dass sie sich einfach nicht mit mir abgeben will. Aber ich glaube, dass mit dir etwas wirklich nicht stimmt. Versuchst du etwas vor mir zu verbergen? Nicht, dass du glaubst, ich stelle hier Nachforschungen an. Aber sieh doch, wenn wir nicht bald mit den Proben beginnen, können wir das Konzert vergessen. Genau. Genau, ja, so. Musst du kurz pausieren. Ich müsste eigentlich den Ton wieder angeschaltet haben. Ja, genau, sehr schön. Ah, Mikau, was hast du die ganze Zeit über getrieben? Der Bandleader wartet schon die ganze Zeit auf dich. Beeile dich, geh hinein, geh hinein. Die Melodie. Die ist in irgendeinem anderen Zelda-Spiel wird die Melodie auch benutzt. Ich glaube in einem Gameboy-Spiel. Mikau, und hast du die Eier gefunden? Ich habe sie nicht dabei. Oh, du hast also versagt. Hast du den Lulu schon besucht? Seit die Piraten die Eier gestohlen haben, steht sie nur noch da und starrt aufs Meer hinaus. Mikau, wir brauchen diese Eier, damit Lulu wieder singen kann. Wir haben uns an das Leben in diesem ruhigen Meer gewöhnt. Der Einzige, der die Stirn hatte, den Piraten gegenüberzutreten, das bist du. In deinen Adern fließt das Blut vieler Helden. Ich halte Lulus Problem auch weiterhin vor allen anderen geheim. Alle haben sich schon sehr auf unser Konzert gefreut. Ich kann ihnen doch nicht sagen, dass es nicht stattfindet, weil Lulu nicht singen kann. Klappe, ich bin gerade beschäftigt. Ah, Mikau, hast du mich erschreckt? Lulu hat sich die letzten Tage ein wenig eigenartig benommen. Ich habe mich gesorgt. Ich habe ihr nicht nachspioniert.
Ich bin kein Spanner. Ich bin jetzt auf Spion kommen, aber egal. Und auch keine abartige, schleimige Qualle. Mir fällt gerade ein, dass ich noch dringend etwas erledigen muss. Wie spät ist es schon? Also ich muss dann wieder weiter. Also sieht, wenn ich mit ihm rede. Natürlich, erstmal wieder rassistisch. Man darf bei ihm nur kaufen, wenn man ein Zorro ist. Danke, dass du vorbeischaust. Da ich nur mit Zorros verhandle, bist du als Kunde herzlich willkommen. Ist das dein Zimmer? Die Seeluft tut mir nicht gut. Deshalb würde ich gerne dein Zimmer mieten. Ist hier ein Wirbelsturm durchgezogen? Dafür kann ich nun wirklich nichts. Ich verkaufe dir ein grünes Elixier für 40 Rubine. Ach, ne, brauche ich nicht. Das ist schade, aber wenn du deine Meinung änderst, komm ruhig wieder. Okay. Ich verstehe, wenn man ihn irgendwie das Zimmer organisiert, dann... Ah, Mikau, willkommen. Ein Schild, Pfeile, auch das Elixier. Ich muss schon sagen, das gefällt mir. Also das ganze Design ist echt gut. Also so. Zum Schädelbruchtempel. Badeverbot wegen drüben Wassers. Was soll denn schon passieren? Ach, hier ist... Das ist natürlich jetzt sehr praktisch. So. Dieses traurige Mädchen versucht ihr etwas zu sagen. Du siehst es in ihren Augen. Ja, schön. Warte mal, hat er nicht. Yeah.
Ach, warte mal, ich hätte doch vielleicht. Hatte ich nicht von dem einen ein Lied gekriegt oder hatte er nur ein Lied gespielt? Ja, stimmt, nee, der hat ja bloß ein Lied gespielt. Ich schaue mich erstmal um, weil bevor ich den Tempel angehe, werde ich erstmal, ja. Ah, Mikko. Hey, wo ist denn Lulu? Ich bin so neidisch auf dich. Du darfst die gleiche Luft atmen wie die göttliche Lulu. Okay. Außerdem kennst du eine Seite an Lulu, die mir auf ewig verborgen bleiben wird. Ihre private Seite. Warum wollen sich alle immer die eine Figur anschmeißen? Hm. Typisch. Achso, ich kann ihnen irgendwas geben. Achso, ich kann ihm irgendwelches Zeug geben. Hä, was ist da? Achso, das dürfte der Mond sein. Mikko, wie gefällt dir das? Die Beleuchtung ist perfekt. Werde dich jetzt am Beginn mit dem Proben, bevor das Licht wieder ausfällt. Mikko, gerade noch rechtzeitig. Willst du deine Gitarre stimmen? Gib mir ein G. Mach halt keine Angaben.
Wofür habe ich denn? Ich habe einen Weg frei. Ach, da ist er noch. Dann schauen wir doch mal, was da drin ist. Super, ich habe Grabbelmine halten. Das sieht so aus. Hey Mikko, würdest du nicht gerne mal wieder deinen Spezialangriff probieren? Ach, tatsächlich. Hey, du bist doch Mikko. Hast du denn die leere Flasche von den Bibern bekommen, die oberhalb des Wasserfalls leben? Diese Kerle sind sehr schnell, sie zu besiegen ist nicht einfach. Aha. Was ist los, dass du ein bisschen zu viel Zeit mit deiner Gitarre verbracht? Früher hast du es immer geschafft, alle Krüge beim ersten Versuch zu zerbrechen. Du warst viel zu steif. Wie jemand, der das noch nie gemacht hat. Verzeih, aber ich muss für die zerbrochene Krüge 10 Rubine erfordern. Ah, schaffst du es, alle auf einmal zu zerbrechen, gebe ich dir etwas Besonderes. Versuch es ruhig mal wieder. Hervorragend, Mikau. Du hast da so ein Grinsen in deinem Gesicht. Da hast du 100 Rubine. Unter Abzug von 10 Rubine Ersatz für die Krüge. Da hast du 90 Rubine. Das reicht.
Kristallfluss. Hämmert Debüt, bevor sich verstärken Strömungen. Zumindest habe ich einen unendlichen Fernkampfangriff. Der mir nichts bringt. Hallo, grüne Kleidung, eine Fee. Mein Herr, ihr seid vielleicht eine Waldfee. Ja, ja, gut, er sagt das, was er immer sagt. Chiliküste habe ich, glaube ich, schon, oder? Felsenturm. Du hast die Karte vom Felsenturm erhalten. Mit ihrer Hilfe findest du dich im Canyon besser zurecht. Der rote Pfeil auf der Karte zeigt an, wo du einen Bereich betreten hast. Der gelbe Pfeil, ja, zweiter Campbell. Genau. Was hat er gerade gesagt? Hoch, eine weiße Fee, ihr Aussehen, oh, das Zeug von Magie, wenn ich mich nicht irre. Hallo, Herr Fee. Das ist eigentlich total lustig.
Der Link hält von allem, dass es eine Fee ist. Ach, da brauche ich einen Enterhaken oder sowas. Also das habe ich noch nicht. Stopp. Mikau, hast du hier irgendwo einen goldfarbenen Fisch gesehen? Goldfarbene Fische kennen sich hier sehr gut aus. Ich habe gehofft, einen zu fangen, damit er mich zum Nadelfelsen führt. Wäre das Wasser nicht so trüb, müsste ich nicht auf die Führung eines müsste ich mich nicht auf die Führung eines goldfarbenen Fisches verlassen. Ich habe mich verdruckt. Wo bin ich? Hey, ich bin jetzt. Einfach am Meeresrand laufen. Zum Nadelfelsen, Vorsicht, zum Nadelfelsen, Vorsicht vor trüben Wasser und Seeschlangen. Also funktioniert das. Auch nicht schlecht. Dafür brauche ich den einen. Ow!
Schauen wir doch mal. Ja, wenn das kein Zoch ist, wie geht's denn so? Haha, bist du, weil du keine Fische mehr fangen kannst? Die Dinge stehen gar nicht gut. Ich bin selber schon ein paar Mal mit leeren Händen wieder heimgekehrt. Eigentlich habe ich sogar gehofft, du wärst gekommen, um mit mir zu teilen. Hilf mir. Ach so, genau. Ich gebe dir das Seepferdchen, wenn du mir ein Bild eines weiblichen Piraten bringst. Spanner. Ach genau, da müsste ich ja eigentlich... Nein. Nein. Nein, das war nicht das, was ich wollte. Der Schwinger hoch, also. Ach, die Milchstraße hat ihr eigenes Ding, genau. Na, ich glaube, ich will zum Sümpfen des Vergessens. Na, da wollte ich nämlich hin. Damit ich ein Bild auf der Box habe, muss ich das vorherige Bild hier entwickeln lassen. Warte mal, kann ich mit dem Zora hier schwimmen? Ja, wie kann ich einfach laufen? Ist ja auch schon ein Fortschritt. Ne, warte mal. Ich glaube, ich muss da weiter hinter. Ach, ich kann einfach killen. Sehr schön. Gut zu wissen. Yeah.
muss ich doch da. Ups. So, genau, jetzt muss ich mich hier rein. Da lang war. Nein, ich bin falsch gegangen. Eine Flasche Milch. Okay, dann muss ich tatsächlich... Ah, nee, Moment, ich lass mal jetzt... Nein. Ich habe exakt die Knöpfe gedrückt, ich habe die Knöpfe nochmal gedrückt und seltsam. Ja, das Problem ist, man muss in der Zeit zurückreißen, das Foto entwickeln lassen und dann wieder hin, damit man die, damit man das Foto machen kann, was man den Typen geben kann, was man quasi wiederum dann gegen das Seepferdchen tauschen kann. Ich glaube, komplizierter geht's auch nicht.
Ich hätte auch in dem in der Zorro-Höhle das holen können, aber das weiß ich nicht, ob das was gebracht hätte, wenn die eine ja schon rumfliegt. So. Genau, denn an dieser Stelle beende ich den Teil und im nächsten Teil werden wir erstmal die Fotobox leeren, dann versuchen zu den Piraten zu kommen, um ein Foto zu machen, damit man wiederum das Seepferdchen retten kann, was man darum wieder benutzen kann, um wohl weiterzukommen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also, bis dann. Ha 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 ha.